Mir am Drehtüren als kleines Kind immer komplett überfordert. Ich habe nie verstanden, warum man dann einfach einen Eingang baut und daneben einen Ausgang. Das hätte meine Kindheit um so viel einfacher gemacht. Wenn meine zwei Eltern am Samstag mal ins Kino gehen wollten und sie haben keine Kinderbetreuung für mich gefunden, dann haben sie mich einfach in eine Drehtür reingestellt. Und ich habe da stundenlang nicht mehr rausgefunden. Weil ich nicht mehr draußen war, aber auch noch nicht ganz drinnen, beim Spar, war irgendwie auch niemand für mich zuständig. Drehtür war so eine Zwischenwelt. So wie Narnia. Oder Vorarlberg. Die Menschen in Oberösterreich, die waren damals extrem arm. Die haben überhaupt nichts gehabt in die frühen 2000er Jahre. Und Kinderbetreuung war sehr teuer. Und deswegen haben wir dann manchmal bis zu 35 Kinder in der Drehtür.